Vor allem muss ich erst noch etwas Holz sammeln, dass ich Radieschen anbauen kann. Ich könnte theoretisch auch so Flügel hier oben einbauen dann. Also hier drüben einen Flügel machen für die Forschung. Und ja, die Musik klingt echt ein bisschen so, als ob sie aus einem JRPG wäre. Also ich denke da gerade irgendwie ziemlich an Secret of Mana, wenn ich die Musik höre. So, die Leiter kann ich versetzen. Kann den Block noch ausheben. Und hier hinter ist schön viel Gold gewesen. So. Naja gut, 10% mehr Gold aus einem Goldblock ist jetzt nicht so die Welt. So, du hast wieder Hunger. Und ja, ich glaube, ich werde hier eine Forschungsstation dann reinbauen. Also etwas erhöht eine Forschungsstation. Oder nicht erhöht. Ich baue sie einfach unten rein. Kann ich ja auch machen. Werde ich sie aber dann sehen, wenn es soweit ist. Also wenn wir hier alles ausgehoben haben. Das Loch da kann ich auf jeden Fall stopfen. Das da kann ich stopfen. Das kann ich später stopfen. Das da ist auch leicht zu stopfen. Da ist sogar noch Turmalin. Viel Turmalin. Also mache ich das Ganze noch eins breiter. Die Leiter brauche ich nicht mehr. Und das Loch, da kann ich auch leicht stopfen später. Wenigstens sieht man schon mal nicht mehr, dass es ein eine Gruft. Ernsthaft, wie viel Turmalin ist denn hier? Na gut, dann gibt es noch ein Loch zum Stopfen eben. Und das hier können wir eigentlich auch stopfen. Da machen wir... Na gut, hier können wir noch eins tiefer gehen, weil da hat der Raum halt 4×5 und nicht nur 3×5. Der wäre dann halt, würde mir dann ein bisschen klein vorkommen. Ja. Es nimmt langsam Formen an. Das heißt, das hier kann ich auch schon mal loswerden, dass ich in die Richtung mehr Platz habe. Und warum dachte ich mir, dass hier noch mehr Stein ist? Oh ja, ich kann den Block hier hin klatschen jetzt.
So. Nahrung hält sich gerade so. Ich brauche auf jeden Fall mindestens 5 Radieschenpflanzen, um meine Nahrungsvorräte zu verbessern. Ich hoffe mal, ich finde hier hinter nicht noch mehr Ressourcen. Die Ressourcen da unten. Sind nämlich ausreichend. Na gut, das Loch zu stopfen ist auch kein Problem. Gott, ist hier viel gute Muttererde. Beliebtheit ist auch in Ordnung. Ja, der Anfang ist halt immer derselbe. Aber das ist bei jedem Strategiespiel irgendwie so. Dass man sich erst einmal richtig etablieren muss, seine Basis richtig aufbauen muss und dann an die Action denken kann. War ja in Dungeon Keeper auch nicht anders, als ich es gespielt habe, also Dungeon Keeper 2. Der ist müde, das übernimmt dann ein anderer für ihn. Jawohl. Wir haben einen Plus hier oben bei der Beliebtheit. Aber unsere Gesamtzufriedenheit ist eher auf Maximum. Unsere Tendenz ist im Plus. Ja, ich finde, wir machen Fortschritte. So viel zu unserem Plus. Das hat sich jetzt gerade wieder verabschiedet. Sehr toll. Das können wir aber, glaube ich, dadurch wieder hinbiegen, indem wir einfach Betten bauen. Nämlich gute Betten. Ich hätte fast gesagt, wir bauen gleich mal 4 Stück, dass wir 6 Betten haben. Für unsere 9 Zwerge. Der König schläft ja immer auf seinem Thron. Und hier oben ist wirklich viel Stein drin, ey. Ja, hier haben wir einen kleinen Pflanzort. Hier drüben, der dürfte größer sein. Wir werden uns wahrscheinlich auf dem da einnisten nachher. Ich würde am liebsten die Steintafel 2 Schritte im Boden versenken, dass die hier nicht rum. Jetzt ist dahinter auch noch Silber. Ernsthaft? Weder ist es ein Silbervorkommen. Naja, danke. Und darunter ist auch noch Stein, war ja klar. Aber wir graben uns in Richtung von einem Posten hier. Naja gut, wir können dann hier einfach hier vorne den Bereich zumachen und das hier hinten irgendwie offen lassen. Am besten graben wir uns gleich mal dahin, weil ich habe so das Gefühl, dass hier oben nichts so Böses auf uns warten wird. Nur jede Menge Steine. Ah, da wollte ich nicht rein, ich wollte ins Baumenü. Wir brauchen nämlich hier eine Leiter erstmal. Und dann können wir auch schon das hier alles mal wegmachen. Jo. Das kann auch weggemacht werden.
Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Betten. Also zwei Stück brauchen wir noch. Die können wir auch gleich mal irgendwo hier reinstellen. Falsch, hier sind Betten. So, dann haben wir schon mal genug Betten. Und der hat sich da ganz toll eingegraben. Aber der andere holt ihn da schon wieder raus, denke ich mal. Wenigstens die Wegfindung ist nicht ganz so schlecht, außer bei den Fernkämpfern. Und ja, das hier ist tatsächlich ein 3x3-Feld, aber da können wir nicht, das können wir nicht vollständig nutzen, weil hier die Wand im Weg ist. Das ist auch wieder doof. Aber wir sehen dann schon, wie wir das hinkriegen. Das hier brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Und dich kann ich eigentlich hier drüben hinpacken. Und kann das hier auch alles zum Ausgraben freigeben. Dann haben wir nämlich jetzt hier einen schönen großen Raum. Wir müssen dort nur ein paar Löcher zumachen. Ich würde sagen, dann baue ich den Erntestein einfach hier hin. Dann kann ich hier nämlich statt 9 Feldern... Statt 8 Feldern könnte ich dann halt 7 nutzen. Da nutze ich halt hier drüben noch ein paar Felder. Und ich gucke einfach mal. Weil hier oben sind auch noch 4 Felder, die ich nutzen könnte. Dann könnte ich nämlich den Bereich hier mal abgrenzen mit etwas Holz nachher. Also ich könnte ihn jetzt schon abgrenzen mit Holzboden. Oh, 2 Punkte, das ist gut. Dann Handwerksverbesserung, dass die Zwerge schneller werden. Genau, mit dem Boden mal. Hä? Ich kann da keinen Dielenboden setzen. Und anderen Boden auch nicht. Ich muss nachher mal gucken, wo ich keinen Dielenboden setzen kann. Da muss ich die Löcher, die Blöcke wahrscheinlich auch ausgraben und neu setzen. Ein bisschen cheaten. Aber ja, irgendwo werde ich den Dielenboden ja setzen können. Hier. Und hier. Und hier und hier. Da, wo ich ausgegraben habe hauptsächlich. Und hier kann ich ihn auch setzen. Hier wieder nicht mehr. Okay. Naja. Gut, dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt mal den Erntestein um. Hier platziere, werden die 5 und die hier alle und die hier alle belagert. Gut, dann werde ich dann mal da oben meine Holzfarm hinsetzen aus 5. Holzpflanzen.